schenkt uns Dummheit kein Niveau. Jeder spöttische Hohn liegt bekanntlich in der Definition. Sei stets vergnügt, niemals sauer, das verlängert bekanntlich deine Lebensdauer. Körbe voller Schwachsinn, gutes Futter, leck es aus, mein Sohn. Penetrante Meinungsmacher, selbsternannte Vorlacher, jeder kriegt seine Ration. Sprachlich gar nicht mächtig werden Talkshows moderiert. Tausend arme Seelen haben den IQ des nicht kapiert. Die Bild ist unsere Bibel und gibt vor, was Sache ist. Also wundert euch besser nicht. Wir sind selber schuld, wir haben's kommen und sehen. Doch wenn der Hirte geht, dann bleiben die Schafe nicht stehen. Wenn man weiterkommen will, nimmt man alles in. Drum ist die Blödheit unser Hauptgefühl. Und alle schenkt uns doch mal kein Niveau. Das dumme Volk ist schnell zufrieden, werft uns noch mehr Scheiße vor, wir fressen sie schon. Schenkt uns doch mal kein Niveau, egal sie schmeckt uns sowieso. Weg mit dem Mist, den ihr uns vorwerft, das braucht ihn keiner und das nirgendwo. In der dritten Welt, da sieht es ähnlich aus. Mit Hilfspaketen allein baut man gar nichts auf. Brot und Wasser sind wichtig, aber auf lange Sicht sichert man die Zukunft nicht. Man hält das Volk dort dumm und Bildung gibt es kaum, so dass die Menschen nicht an andere Ziele glauben. Denn das Ziel Nummer eins heißt, was zu essen im Bauch. Und sonst gibt es ja nichts, was es uns noch braucht. Die Hölle schenkt uns so weit kein Niveau. Das dumme Volk ist schnell zufrieden, werft uns noch mehr Scheiße vor, wir fressen sie schon. Schenkt uns doch mal kein Niveau, egal sie schmeckt uns sowieso. Weg mit dem Mist, den ihr uns vorwerft, es braucht ihn keiner und das nirgendwo. Ich meine, ich muss jetzt aber wahrscheinlich die Leute hier im Infield fragen. Ihr seid ja so diejenigen, die jetzt ein bisschen mehr Bewegung erfahren haben in den Songs, die wir bisher gespielt haben. Eine Frage, die betrifft jetzt wirklich nur euch. Könnt ihr noch? Hat der eine oder andere, der da so gemütlich sitzt oder steht, auch mal Bock ein bisschen zu tanzen? Dann versammelt euch jetzt mal da drin, ganz kurz. Springt einfach rein oder gießt dann abzählen. Na, freie Platzwahl, oder? Ihr dürft gar nicht dahin. Dürft ihr jetzt da drüber oder nicht? Dürft ihr da hin? Ich würde es trotzdem machen. Nein. Ey, wenn ihr nicht dürft, dann dürft ihr nicht. Das wussten wir aber nicht, das sehen wir nicht von hier aus. Aber alle Fälle noch zurück zu euch.
Wollt ihr tanzen? Wollt ihr mal ein lautstarkes Statement abfeuern zum nächsten Song? Und ich glaube, das Statement hat, genau heute habe ich mitgezählt, 4 Buchstaben.